Rapture. Immer wenn ich HP verliere von der Karte, kriege ich ein Stärke. Powerkarten sind an sich okay, aber ich habe noch nichts, was mir HP abzieht an Karten. Skippen wir das mal. Oh, die beiden. Nicht den Schützen. Fucking Nudel. Okay. Das ist ziemlich easy. Das ist Rampage. Into Headbutt. Into... ziehe ich gleich nämlich Rampage und Headbutt. Dann kann ich Rampage, Headbutt und dann nochmal Rampage auf der Hand. Schwagedorf ist nicht übel und ich habe keine guten Blockkarten. Schwagedorf. Ja, Normality, das geht, das stimmt. Die beiden Karten sind ätzend. Oh, guck ich dir mal diese Starthand an. Das könnte ein fieser Fight für mich werden. Ehrlich gesagt. Chosen ist hart. Also, die sind beide nervig. Muss man sagen. Das sind beide sehr, sehr nervig. Wunderbar. Aua. Fuck. Fuck, fuck und so. Hm. 27. Hm? Kann ich dann auch voll essen. Ob wir Glück haben? Pent bekommen, nicht Glück gehabt. Oder nicht Clash spielen. Mache weniger Schaden als ich dachte. Deshalb. Hätte halt einen striken können, statt den zu machen. Denn 11 sichere Schaden gewesen. Risiko eingegangen, aber hat sich nicht gelohnt.
15 Schaden sollte ich eigentlich austeilen können, gehe ich mal von aus. Oh. Flex ist awesome. Das war schon gleichzeitig ein Flex Plus. So. Was haben wir denn hier? Oh, verdammt, ich würde gerne Karten rausnehmen. Matroschka, the next two chests you open contain two relics. Ich will auf jeden Fall ein Riff raus haben. In meiner Starthand. Genau 240 für Moldneck, aber Moldneck ist halt jetzt neu. Das ist ein neuer Effekt. Vorher hat das einfach irgendwelche Karten abgegradet. Jetzt immer, wenn ich eine neue Attack-Karte hinzufüge, wird diese automatisch abgegradet. Aber ich habe eigentlich nicht mehr vor, viele Attack-Karten in meiner Hand hinzuzufügen. Bandage Up ist nicht übel. Alt HP und Exhausted. Hätte ich eine Matroschka gehabt, ehrlich gesagt. Guck mal, Bandage Up. Ist keine schlechte Karte. So, lief. Oh. Das ist kein guter Boss für mich, ehrlich gesagt. Okay. Man direkt Shrug it off. Noch ein Defend bekommen. Ey, wirklich? Willst du mich verarschen? Buff die Gremlins. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Gremlin direkt killen soll. Oder ob ich das auf dem machen soll. Ich hätte sogar eine Klee für diesen Fight. Haut er normalerweise drauf. Ich habe aber Intimidate bekommen, das ist ganz gut. Diese Runde ist jetzt ziemlich gut. Die Frage, was sollte ich machen? Pommel striken, Headbutton. Wenden sollte ich auf jeden Fall, glaube ich. Oh, das ist sackt. Amamins. Headbutt. Machen wir mal Amamins. Headbutton den. Damit er weg ist. Machen Bandage ab. Was ist diesen Boss? Sehen. Gut, Dash killt ihn, das ist gut.
Clashen wir den mal. Und machen Strike. Pommelstrike. Was sollte neuer dazu? Ein neuer. Ich muss den Crossline. Mit der Weak Card, der macht dann nur 27, was immer noch mördermäßig viel ist. Ich glaube, ich bin sogar fast tot. Okay, jetzt bufft er. Keine Defense Card. Oh, das ist gut gelaufen. Also, Rampage 15. Dash macht 13. Machen wir folgendes. Wir stellen den. Und Rampage zurück. Die Hand. Sich gebufft. Sollte ja normalerweise wieder neue Minions beschwören. Ich hoffentlich so richtig viel Schaden bekommen, machen kann. Leider irgendwie nicht, weil ich nur Rampage auf der Hand habe. Hm. Wenn er jetzt angreift, bin ich im Sack. Wenn er bufft, ist okay. Okay. Buff ist okay. Muss ich 15 Schaden irgendwie austeilen. An diesem Boss sterbe ich sehr, sehr oft im Übrigen. So. Aua. Meat to the bone, das ist gut. Jetzt in unserem Fall ist das sehr, sehr gut. Nochmal ein abgegradetes Armaments. Den nehme ich mit rein. Fresh meat. NC oder NC? Vielen Dank dafür, dass du dich dafür entschieden hast, mit Twitch Prime zu subscriben. Sehr nett von dir. Das ist nice von dir. Definitiv. Sei gegrüßt, das ist das erste Mal. Also, Ensei. Okay. Danke, danke sehr. Ich überlege, ob ich nicht lieber HP-Points swaggen sollte. Das ist risky, mit nur 16 Points in den Fight zu gehen. Statt ein Upgrade zu machen. Machen wir das mal lieber. Moment. 1, 2, 3. Okay. Und ist das smart. Gegen die wäre ich sonst gestorben. Definitiv. Intimidate. So eine schlechte Starthand. Muss man sagen. Ah. Okay. Ist
trotzdem nett, dass du dich entschieden hast, zu subscriben, auch wenn du sonst immer nur still bist. Okay, Amarmens. Definitiv Amarmens. Mal blocken. Inflame, Schwagedorf. 16, die ich blocke. Okay. Muss keine Vampage ziehen. Okay, alles gut. Noch eine Wound. Vulnerable. Wow. Okay. Lex. Aua, die tun weh. Pitch. Headbutt. Rampage. Flash. Headbutt. Ich überlege, ob ich das Shrugget aufholen sollte. Ehrlich gesagt, weil ich gleich eventuell wenig AP habe. Ist das Schwagget auf? Ich habe vergessen, dass ich das Ding habe. Ducky Ducky. Die tun weh. Die tun sehr, sehr weh. Ich kann nur 3 Karten spielen. Nicht schwer, sich dafür zu entscheiden, auf Defense zu gehen. Und das stimmt. Das ist das Schöne an Twitch Prime, dass es ja kostenlos ist. Vampage. Mal Shrug it off. Jetzt warten wir das Vampage zurück. Das war knapp, aber wir kriegen viel HP wieder wegen unserem Meat und dem da. Immer wenn wir ein... Hätten wir das Item Feuer bekommen. Hätten wir 18 mehr Max HP bekommen. Ancient Potion, gain ein Artefakt. Okay. Okay. This Arm ist nice. Richtig gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Back of Marbles. Alles am Anfang vulnerable. Okay. Upgegradetes Heavy Blade. Ne? Ich habe aber nicht so viel Stärke gewinnen, ehrlich gesagt, dass sich das lohnt. Habe ich das Gefühl. Bin das? Ja. Das Clothesline ist immer gut. Kann man defend. Ja, keine Iron Wave. Die war nicht abgegradet. Wenn es ein abgegradetes Iron Wave gewesen wäre, hätte ich es genommen. Amarmens. Okay, vermutlich Inflame und Defend. Will eigentlich nicht so viel Schaden bekommen.
Sehr gut. Okay. Wir sagen Bash. Crossline. Vielleicht. Ich möchte gleich wieder Weak of ihn machen. Könnt ihr noch intimidaten? Ja, ja. So 26. Ich muss 26 Schaden auf ihn bekommen. Offslan Rampage müsste es vermutlich machen. Sehr gut. Poison Potion. Okay. True Grid upgegradet. Gain 9 Block, exhaust a card in your hand. Das ist Pflicht. Das nehmen wir mit. True Grid. True Grid ist als einzelne Karte, wenn sie nicht upgegradet ist, voller Mist, weil sie eine random Karte exhaustet. Aber so ist die richtig, richtig gut. Hey, Crazy Enough. Und God of Thrall auch an dich, hallo? Keine gute Starthand. Lohnt sich halt einfach nicht. Ach, das spielt der Snecko. Eis, haben wir Confusion auf uns drauf. Bah. Bah. The Bad. Marmons. Flex. Flash. Ihrer Windstreak ist gut, Karu. Ziemlich gut sogar. Ich spiele mir am Armen, es ist umsonst. Könnt ihr ihn bashen? Ich hab genug Defense. Glaube ich am smartesten. Das ist nicht schön. Ehrlich gesagt. Ich überlege, ob ich Defend, Strike spielen sollte. Nicht am smartesten. Jetzt wieder bitte irgendwie aufhören, mir so viel Schaden zu machen. Resonant von dir. Ist arm auf jeden Fall. Dampf geht down. Pommel Strike, wir ziehen. Und disarm, Pommel Strike. Und weil ich das in der Hand habe, kann ich entweder defenden oder striken. Oder inflamen. Voll. Wir defenden. Man, das Neko macht mir mehr Schaden, als mir lieb ist. Er ist tot. Ist. Aber ich kriege relativ viel Energie, HP wieder. Noch ein Two-Grid. Ey, oder? Vor allem ist das noch nicht upgegradet, Two-Grid. Nein, da geht's. Den da. Oh, Painful Steps. Macht der. Toll.
Mhm. Sehr gut. Genau 18. Runter. Heißt. Na gut. Immer noch kein Schaden. Ah. Ist too much damage. This is too much damage. Überlege, ob ich einfach Bash. Bash Headbutt machen sollte. Zu viele Wounds. Hm. 31. 21. Auf jeden Fall nicht funktionieren. Hätte ich nicht disarmed, dann hätte ich das gespielt und hätte. Ja, das war ein Fehler. Wäre gestorben. Keine neuen Damage mehr bekommen. Das war bad. Jetzt kriege ich nur einen Haufen Wunden, wollen wir hätten. Auf jeden Fall nicht genug, um Damage zu machen. Obwohl, macht nichts. Headbutt reicht. Hm, Ancient T-Set. Gut für die Endbosse. Ja. Etwas abzugraden. Frage ist was? Disarm gegen Bosse. Ziemlich gut, wenn ich das upgrade. Ja. Abzugraden lohnt sich. Oh, Metalize ist hier drin. Mal sehen. Hm. Ist mal eine Karte removen. Curse raus. Oh, ich hätte gerne Paper Fork gehabt. Two random attacks, hä? Hohe Chance, dass sowas wie Headbutt trifft. Rommel Strike, Clash. Überleg, ob ich den holen sollte. Oder ob ich das hier nehmen sollte, wenn immer use a potion, ich heal 3 HP. Ich kann natürlich auch Metalize kaufen. Metalize ist eine gute Karte. Und benutzen, kauf noch den Wheatstone. Pommel Strike und Strike. Pommel Strike ist gut. Strike ist nicht so gut. Okay. Wheat.
Treffe. Metallize definitiv. Easy Entscheidung, das zu machen. Und wen haben wir? Champ. Ach, ich hasse Champ. Diese eine Mega-Attacke, die so richtig krass gut reinhaut. Ne? Ah, Double Armaments ist nicht gut, eine Hand zu halten am Anfang. Und ich habe halt so eine schlechte Starthand, das ist so unglaublich, ne? Gibt mir halt so gar nichts. Also wirklich, das war so richtig mies Pech. Ich disarme ihn. Intimidate ihn. Ist egal. Ich kriege noch irgendwas Gutes. Ich kriege nochmal Defend. Wirklich. Gott. Nichts bekommen, was irgendwie auch nur ansatzweise was Gutes ist. Bugrid ist awesome. Weg damit. Gut. Sieben. Easy Bash into Pommel Strike. Ah, Rampage war dabei. Fuck. Meine größte Befürchtung ist, was passiert. Ich nochmal bashen, soll ich einen Clothesline? Gut, ich nochmal bashen, ist nicht übel. Länger vulnerable halten, ist immer gut. Gemacht. Ja. Millstrike. Headbutt in Strike und nochmal striken. Sehr schön. Das größte Problem, was ich habe, ist, dass ich meistens nicht genug Energie habe. Also ich habe nichts, irgendwas, was mir viel Energie liefert, zumindest. Wir machen wir folgendes, wir machen Armaments. Wir two-gritten eins der Armaments. Wir brauchen keine zwei Armaments. Wir clashen. Wir Pommel striken. Das ist gut. Ich möchte drei Attacken machen, wenn es geht. Jawohl. Rampage. Mike. Der hat sich ein bisschen gebufft. Wagger off. Burgröte 1 der Defense. Wagger off. Pommel Strike. Beide Headbutts, das war das, was ich am meisten befürchtet habe, dass das passiert. Sich gleich so genauso richtig aggro-mäßig. Oh oh. Kriegt dann so hart, richtig hart weh zu tun da. Einfach mal 71 Damage und ich glaube, ich bin tot. Crossline. Um zumindest weak zu machen. Das sind 45 Damage.
Ja, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich habe noch 9 Defense. Hier hätte das als erstes machen sollen, dann flexen sollen. Ich bin aber fast tot. Damage. Hier machen wir mal am Armens. Kriege 6 dazu. Das heißt, ich bin bei 14. Das heißt, ich muss defenden. Durchzudrehen. Alter. Du musst nicht wieder 45 Damage machen. Was geht mit dir? Was? Ich bin tot. Sobald er sich bufft, muss man ihn schnell töten. Viele Karten im Deck. Ich habe mir wieder zu viele Karten ins Deck geholt, scheinbar. Weil die Swampage-Ding nicht aufgegangen ist. Und man muss auch sagen, dass die hier nicht ganz so gut gesinkt haben. Also das und das ist nice, aber... Schade. Ey, man hat mir einen Lock gekriegt. Gerade so. Blue Candle. Schlosskartenkunde können ungespielt werden. Verliert man 1 HP dafür. Immer wenn man exhaustet, mal eine extra eine random Card in die Hand. Immer wenn man Karten zu seiner Hand hinzufügen kann, kann man ansonsten 2 Max-HP hinzufügen. Singing Bowl klingt richtig gut, wenn man nicht viele Karten möchte.